Die Geschichte eines afrikanischen Königsthrones, der heute im Berliner Völkerkundemuseum bestaunt wird. Der deutsche Kaiser erhielt dieses Symbol der Macht des Königs der Bamun vor fast 100 Jahren aus der Kolonie Kamerun zum Geburtstag. Der Film schildert die Begegnung des schwarzen Königs Njoya mit den Europäern und gibt ein Bild von der Selbstherrlichkeit deutscher Herrenmenschen, die als Eroberer gekommen waren. König Njoyas Sohn und Nachfolger ist, trotz der verletzten Ehre seiner Väter, gewillt, dafür einzutreten, dass die Kulturen Afrikas und Europas sich verstehen lernen.